Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Bürgermeisterwechsel in der Böhlerstadt. Fritz Kratzer wird neuer Stadtchef in Kapfenberg. Landesfeuerwehrwettbewerb in Judenburg. Und das Wetter morgen sonnig und heiß. Kapfenbergs Bürgermeister Manfred Wegscheider hat am 23. Juni 11.30 Uhr die Medienvertreter eingeladen, um seinen Entschluss als Bürgermeister mit 31. Juli 2017 in den wohlverdienten Ruhestand zu wechseln, in Form einer Pressekonferenz bekannt zu geben. Die Entscheidung zu gehen war bestimmt nicht leicht, oder? Ja, wenn ich jetzt sagen würde, es fällt mir leicht, dann müsste ich lügen, denn da steckt natürlich viel an Emotion dahinter. Und ich sage immer, ein Bürgermeister, der nicht ein wenig Emotionen zeigt, der Herz und Gefühl nicht auch hat, neben Hirn, der sollte eigentlich nicht in die Politik gehen. Ja, es fällt mir nicht ganz leicht, aber ich habe eine klare Entscheidung getroffen. Fritz Kratzer ist als Vizebürgermeister 5 Jahre an Ihrer Seite und soll Ihr Nachfolger werden. Haben Sie ein gutes Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben? Das habe ich und ich habe auch mit ruhigem Gewissen und ohne irgendwelche Sorge Fritz Kratzer vorgeschlagen. Er hat tatsächlich an meiner Seite, gemeinsam sind wir diese letzten Jahre gegangen, indem wir versucht haben, Neues in diese Stadt hineinzubringen. Das ist uns auch gelungen. Er kennt alle Projekte, die im Laufen sind, der hat mit mir die Saat ausgestreut. Jetzt geht es darum, dass er die Ernte einfahrt. War es nicht verfrüht zu gehen, denn ein wichtiges Großprojekt steht vor dem Abschluss? Da habe ich lange nachgedacht. Natürlich hätte ich auch die Freude, so ehrlich muss man schon sein, dabei zu sein, wenn die Entscheidung beim Föst-Vorstand fällt für die größte Investition des modernsten Edelstahlwerks der Welt, mit 300 Millionen hier für die Stadt Kapfenberg. Aber auch hier denke ich mir, wäre es wichtig, dass Fritz Kratzer an vorderster Front steht, denn er hat ja nachher alle Arbeit und wird auch, so glaube ich, damit bestens zurechtkommen. Das heißt, ich freue mich trotzdem, wenn das kommt, weil ich ja auch schon weiß, dass es kommen wird und muss mich hier nicht mehr in den Vordergrund stellen. Eine Grafik zeigt, Kapfenberg steht als Wirtschaftsstandort an der Weltspitze. Und diesen Label beizubehalten, so quasi dieses Erbe anzutreten, wird für den neuen Bürgermeister eine große Herausforderung werden. Das ist so, es ist das Erbe ein gutes. Es ist wirklich ein Erbe, wo man behaupten kann, da ist vieles vorbereitet, da ist vieles in die Wege geleitet. Es wird vieles geben, was in nächster Zeit dann tatsächlich zum Eröffnen ist, zum Verkünden ist, positiv weiterzuentwickeln ist. Das Erbe ist aber ein sehr gutes und ich glaube, dass das eine sehr faire Art der Übergabe war oder ist. Und ich glaube, da wird man wirklich besonders daran arbeiten müssen und die Stadt weiterzuentwickeln und in der Geschwindigkeit, wie sie jetzt eigentlich Fahrt aufgenommen hat, dann auch in Fahrt zu halten. Wo werden Sie den Schwerpunkt ansetzen? Für mich wird wahrscheinlich oder ist das Projekt Wohnen eines der Hauptthemen. Das heißt, dort werden wir die ganze Energie reinstecken, aber wir werden auch nicht vergessen, dass es natürlich in der Industrie nach wie vor kontinuierlich weitergehen muss, dass wir einen Weg beschritten werden muss, der dem jetzigen gleicht. Das heißt, es muss in die gleiche Richtung gehen. Wir werden uns wahnsinnig ins Zeug schmeißen, dass wir diese fast Formel 1 Geschwindigkeit beibehalten und das wird natürlich auch die ganze Kraft brauchen, wobei eines auch noch notwendig ist, wir werden natürlich die Nähe zum Bürger suchen. Der Bürgermeister hat sie heute auch gesagt, das Wichtigste ist die Nähe zum Bürger. Es geht ja immer um Menschen, wenn wir auch von Projekten reden, aber dahinter stehen ja Menschen, die Arbeitsplätze brauchen, die Wohnungen brauchen, die in Not sind, die Freizeit erleben müssen, die qualitätsvolle Freizeit brauchen, Kultur und ähnliche Dinge und da werden wir uns sehr bemühen. Am 4. September wird Fritz Kratzer zum Bürgermeister gewählt werden. Was wünscht ihm noch Bürgermeister Wegscheider? Ja, ich wünsche, dass dem Fritz seine eigenen Wünsche in Erfüllung gehen und ich glaube, da gibt es einiges. Und ich glaube aber auch, dass er, das wünsche ich ihm auch, diese Kontinuität hat, diese Stadt in die richtige Richtung weiterzuführen. Ich wünsche ihm aber vor allem, dass er gesund bleibt, weil ich weiß, welche Kraft Bürgermeister sein verlangt.
Es war schon eine Herausforderung, bei weit über 30 Grad Hitze in voller Adjustierung einen Löschangriff durchzuführen, wobei jede Hundertstel Sekunde zählt. Aber die Florianis lassen sich nicht unterkriegen, wie sie das auch tagtäglich bei ihren Einsätzen immer wieder beweisen. Am 23. und 24. Juni 2017 wurde der 53. Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Judenburg durchgeführt. Tausende Florianis haben sich monatelang intensiv darauf vorbereitet. Es ist der 53. Landesfeuerwehrleistungsbewerb. Das heißt, da wird der Löschangriff inklusive Staffellauf durchgeführt. Es ist einmal im Jahr. Da messen sich eigentlich die Gruppen. Die Gruppen aus der ganzen Steiermark. Es sind Gruppen dabei aus einigen verschiedenen Bundesländern und auch aus Deutschland. Es passiert Folgendes, und zwar es wird der Löschangriff durchgeführt. Der Löschangriff unterteilt sich Herstellung einer Löschleitung, Zubringleitung bis zum Verteiler und vom Verteiler zwei Eingriffsleitungen. Wobei zu betonen ist, es geht nicht nur darum, schnell in der Zeit zu sein, sondern es werden auch Fehlerpunkte vergeben. Selbstverständlich, es geht nicht nur um die Schnelligkeit, sondern ein bewährter Team mit immer wieder, und das muss so sein, strengen Augen beobachtet die Arbeit der Gruppe. Es gibt genaue Richtlinien und nach den Richtlinien wird eben dann gewertet. Wie viele Gruppen haben sich angemeldet? Von welcher Größenordnung ist hier die Rede? Für unseren Landesfeuerwehrleistungsbewerb sind exakt 377 Durchgänge. Die kommen aus 188 Feuerwehren gemeldet und sind auch gekommen. Aber nicht nur Männer bestreiten diesen Bewerb, auch die Damen stehen den Männern nichts nach. So wie bei den anderen Bewerbsgruppen haben wir eine Position zugeteilt gekriegt, zum Beispiel in Silber, und haben gleich ausarbeiten müssen wie die Männer. Und gut gelaufen? Ja, ist ziemlich gut gelaufen heute, ja. Wie habt ihr euch vorbereitet auf diesen Bewerb? Wir haben monatelang darauf hin trainiert, dreimal die Woche Training gehabt und uns so darauf vorbereitet. Um 16 Uhr ließ man zur Siegerehrung antreten. Inzwischen ist auch die hohe Politik eingetroffen, darunter auch Landeshauptmann Schützenhöfer. Euer Dienst für Land und Leute ist unbezahlbar und unersetzbar. Ich danke euch dafür. Gut heil! Landesfeuerwehrkommandant Präsident Albert Kern unterstreicht in seinen Ausführungen die Leistungen der Feuerwehren. Wir sind stolz darauf, ihr habt am Bewerbstag hervorragende Leistungen gebracht. Nach den Festreden erfolgte die Siegerehrung und Überreichung der Pokale und Siegertrophäen, wobei besonders der Sieger im Parallelbewerb Bronze A mit dem schnellsten Löschangriff 28,57 Sekunden ohne Fehler vom Team der Feuerwehr St. Nikolai im Sausal, Bezirk Leibnitz, zu beglückwünschen ist. Jede zweite Steirerin, jeder zweite Steirer ist freiwillig tätig. Und gerade in der Feuerwehr sind es 39.000 Aktive im Lande, 5,5 Millionen Einsatzstunden und 1.472 Menschenrettungen im letzten Berichtsjahr. Da kann ich nur sagen, das ist die höchste Form der Nächstenliebe, wenn Kameraden und Kameradinnen ausrücken, um Menschen zu retten, um Tiere zu retten, um Hab und Gut zu beschützen. Ich bin von Herzen dankbar dafür. Heute war es wieder sommerlich und warm bei Werten bis zu 30 Grad. Morgen wird es wieder richtig heiß. Die Temperaturen liegen jenseits der 30-Grad-Marke.